Oh, der Bogen ist gut. Mark 4. Wenn man trifft, ist der Bogen echt gut. Das ist allgemein gemacht. Du, der macht 40 Schaden. Wenn es hier in den Drohnen ist, noch. Ah, also Material haben wir. Für den Bossgegner zu beschwören, haben wir Material. Weg zu euch, nachdem ich die zwei Wildzeuge hier erledigt habe. Oh, ich hab eine Trophäe erhalten. Sollen wir noch farmen oder wollt ihr den? Ja, ich bin dafür, dass jeder einen Bogen hat, auf jeden Fall. Ja. Dann laufe ich zurück zu meinem Bogen. Ein Kraftzettel schreibt die Julia. Oh, hey, ihr müsst euch mal an so ein Ding anschleichen. Wann nochmal schleichen? STRG, also mehr. Steuerung. Ah, stimmt. Wieder in die Hoppe. Dann kannst du natürlich alles. Zu unserer Hütte läuft eins. Ein Reh. Also, wir haben alles fürs Reh. Ja, aber wir brauchen doch noch mehr Leder, um Dinge zu craften, oder nicht? Ja. Ich schau mal. Nee, Leder reicht noch nicht. Also wie viel brauchen wir denn für einen Bogen? 8. Noch mal irgendwas anderes? Ich hab noch. Guck mal, ob nicht in den anderen Truhen vielleicht was ist. Hab ich schon. Also ich hab eins noch. Das bringe ich jetzt gleich mal zurück. Bogen, 10 Holz ist kein Thema. Ich hab wow! 3 Lederstücke. Also einen Bogen können wir schon machen. Wenn ihr ganz viele Bäume ohne Probleme fällen wollt, das war vorher schon, dann müsst ihr einen Baum fällen, der auf einen anderen Baum fällt. Weil wenn der dann auf einen anderen Baum fällt, fällt der wiederum den Baum. Alter, ey, das ist ja geil. Okay. Ich muss einfach den Baumstamm gegen den Baumstamm rollen, um dem Baumstamm Schaden zu machen, damit er sich selbst fällt. Wer braucht Werkzeug? Wenn er die Physik auf seiner Seite hat. Ich bin Dr. Stone. Nein, Dr. Stoned, sorry. Was machst du jetzt, Dennis? Hey, Crazy. Hey, Crazy. Also ich sag mal dafür, dass wir gerade genug Material für Pfeile haben. Ich hab den halben Wald gefällt, versehentlich. Ich will jetzt dafür, dass wir das Viech einfach jetzt umhauen. Ja, ich komme mal zurück und farm mal noch ein paar, craft noch ein paar Pfeile. Dass wir genug Munition haben. Ich weiß nicht, wenn es ist, würde ich mir jetzt halt auch noch einen Bogen bauen. Dann haben wir halt erst 2, aber. Maximal 100. Ja, gut, jetzt haben wir 60 Pfeile, ich glaube, das sind. Hast du jetzt einen Bogen, Paul? Ja. Ich habe auch noch ein paar Pfeile. Ich hoffe, man kann die Truhen irgendwann mal erweitern. Hey Crazy, was geht? So. Also wenn dann jeder soweit ist, würde ich sagen, nochmal was essen. Ich gerade. Waffen sind repariert. Oh, das ist gut, dass du das sagst. Das müsste ich noch machen vielleicht. Das Gute ist, dass Waffen reparieren ohne Material geht. Zumindest muss ich nicht aus der Truhe holen, sag mal so. Ja, das ist echt gut.
wird nächste Runde voll komisch sein, wenn das Spiel auf Deutsch ist. Vielleicht lass es aber auch auf Englisch. Das Messer im Nahkampf mehr Schaden als der. Als die Keule. Also, wenn du. Ja. Guck mal das Messer raus, Alter. Blöde Hirschmann kommt nur mit Gewalt zur Messerstecherei. Also, greif. Ey, das ist ein. Oh, Dennis sneakt wieder. Das ist ein Geweih, das Berge und Kinder tötet. Berge? Ja, da steht was von Kindern und sowas. Ich weiß auch nicht. So, wenn du dich an Reh anschleichst, machst du's One-Hit tot. Ja, ist gut gesehen. Ist ja auch durchsneaken. Sneaken-Skill. Ihr sneaken durch, ihr Snacken. Sneaken verbraucht Ausdauer, sonst ist das schlechte Sneaker, Alter. Ja, musst du erst leveln, den Sneaker. Ja, mach ich jetzt gerade, deswegen sneak ich jetzt, soweit es geht. Ihr sneaken zum Bosskampf. Mhm. Können wir ja tot sneaken mit unseren Nike-Sneakern. Und lass die Ausdauer hin. Ich sneak mal die Möwi weg. Oh, ja, mach das Möwi mal. Hat sich selbst weggesneakt. Bleib da, du Ding. Jetzt rennt der weg, der blöde Hirsch. Manu, ich hab die Erlaubnis von Dennis. Was denn? Dass ich Möwi wegsneaken darf. Wie jeder schnell in die Hocke geht. Naja, das Viech haut mir jetzt schon seit einer Minute ab oder so. Da oben ist einer. Ah, es sind mehrere. Sneaken wurde geskillt. Guck mich ruhig an, du Sau. Ich sneak dich trotzdem weg. Guck mich an, du siehst mich nicht. Verdammt, er hat mich gesehen. Aber wirklich erst im letzten Moment. Pilze. Naja, du musst dich von hinten ran sniggeln. Wie? Achso, ja, sniggeln. Ich sniggel gar nicht. Ah. Sniggel. Guck mal, Stein. Wieso eine Schweigeminute für Möwi? Möwi ist ja abgehauen. Können wir mal zu unserem Ziel laufen, so lange? Ich dachte, wir sneaken zum Ziel. Ja, ja, deswegen sage ich ja langsam. Steiner. Alles entdeckt, ne? Alter, Steine auf jeden Fall mitnehmen. Ah, da war's. Bleib halt da, wenn du schon mal vorbeirennst. Oh, wie wenig Ausdauer er jetzt verbraucht. Ein Level mehr. Sneaken. So, bin ich noch auf richtiger Spur, oder? Ach so, ja. Ach so, ich schon, ihr seht das ja gar nicht. ich bin ja, da. Also da, wo Dennis und ich sind, da ist er. Komm auch gleich. Jo. Vielleicht ist es ein bisschen Steine. Erster Bosskampf. Möwi existiert nicht mehr. Wir haben Möwi getötet. Wir Schweine. Komm mal hingerannt. Aber sneakend angerannt, bitte. Oh, schauen wir mal. So, Bogen ist draußen. Rennen Level 6. So. Was? Wie es ab sofort her. Okay, seid ihr bereit für das Opfer? Ja. Oh, großer Dammhirsch, wir rufen dich. Dennis macht das. Wir bringen dir diesen Dendel da. Den da. Oh Gott. Oh. Da kommt er, oder? Das ist die brutalste Musik für einen Hirsch, die ich je gehört habe. Oh Gott! Ja. Jawohl, den macht dann mal ihr nur, oder? Ja. Ich knüppel dich weg, Alter! Du Snacke! Oh, ich mach mit dem Knüppel gar keinen Zorn, du! Ich stand genau an der Grenze von dem. Mutter! Jetzt snicke die Teil! Wow! Der fällt Bäume! Nein, er ist. Nicht nur Herr des Waldes, sondern noch Herr des Baumfellvereins. Baumfellverein. Oh mein Gott. Du, die Köpfe, die haben nicht ihr dargebracht. Das war der Paul. Alter. Ich hab Bambi nicht den Kopf abgeschnitten. Geh weg!
Ich hab euch gesagt, ich brauche auch einen Bogen. Oh Gott, das ist Call of the Wild. Ah ja, dieses Jägerspiel. Das wäre viel interessanter. Oh Gott, jetzt kommen noch diese Walddinger da. Alter, wie viele Pfeile habe ich noch? Keine Ahnung. Ja, stimmt. Das, oh, scheiße, das wird hier gar nicht angezeigt. Ich kümmere mich um die kleinen Spackos, ja. Macht ihr die anderen. Also du meinst das große, blitzspeiende etwas mit Ketten im Geweih? Ja, genau, okay, das okay. Ding. Nachdem ihr die Bogen Humphrey seid. Alter, ich hab oh, yo. Der macht schon gut Schaden. Mhm. Oh. Ja, crazy, mein Tag war gut. Bis auf, dass ich einen blitzspeienden Hirsch jagen soll. Gut, Hälfte haben wir schon mal. Alter, solange er keine zweite Phase hat, so wie bei Dark Souls. Warten ab. Warten ab, der. Soll ich etwa nicht jinxen? Steht nah auf zwei Beinen und hat ein Langschwert in der Hand. In der Hufe. Ja, so einen ähnlichen Boss gibt's doch. Ja, es gibt den Hund mit dem Schwert im Maul. Ja, genau. Oh Gott. Zamazenta. Was hat's denn? Ich hab keine Ahnung, wie es bei Pokémon heißt. Ich snick dich weg. Oh Scheiße, er snickt mich weg. Alter, macht der Schaden, wenn er dich trifft. Er ist für mich immer gut weit weg und habe es jetzt immer Glück gehabt. Oh. Ich glaube, es ist jetzt bloß zweimal, dreimal getroffen. Ja, ich bin gerade mal in den Nahkampf gegangen, ich Genie. Er hat mich. Den Baum, er hat den Baum. Oh, der Baum hat irgendwas getroffen. Geil. Oh, der Baum, der macht ja auch mir Schaden. Du sollst dich auch nicht. Oh, ich hab ihn weggeblockt durchs Rollen. Oh Gott. Ah, wir haben bald. Alter. Stell dir mal vor, du machst den aus Jux und Dollerei alleine. Weil du einfach krass bist. Ja. Oh oh, er geht auf mich los, Leute. Du, passt schon, ich sammle den Stuff hier ein, mach du den Typen da. Ach gut, wenigstens einer, der den schwierigen Part übernimmt. Ja, ihr hättet auch mir den Bogen geben können. Du hast nichts gesagt, Dennis. Ich habe einfach einmal gemacht. Passt auf, wenn die Bäume auf den Baum fallen, kann sein, dass der Baum gefällt wird und. Oh Gott! Au! Komm schon, jetzt haben wir ihn bald. Ich habe keinen Bock auf einen zweiten Versuch irgendwie. Das ist bestimmt so ein verkorkster Spider-Man-Schurke. Electro-Deer oder sowas. Oh, der hat gut Damage. Oh yeah, ich bin so useless mit meinem Bogen. Was für ein Bogen? Ja, genau. Thomas, ich sag's jetzt nicht gern, aber sogar der hier hätte einen besseren Palpatine in Episode 9 dargestellt. Zu stabil, ich hab ihn in die Eier geschossen. Alter, ihr habt ihn gleich. Ich hab ihn in die Eier geschossen. Ja. Ich mach ihn! Ich hab ihn umgeknüppelt, ihr Versager, Alter. Ich hab ihm in die Eier geschossen. Ja, musst wieder der Knüppelboy alles machen. Ich hab ihm in die Eier geschossen, da stand zu stabil. So. Wie viele Pfeile habe ich jetzt überhaupt noch? Das möchte ich mal wissen. 14 Pfeile bloß noch von 60. Ich hatte 100 und jetzt habe ich noch. Oh, 69. Oh, ich habe 69. Oh, du Sau, du. Oh, zu viele Bäume hier. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal Richtung Heimat gehen, um zu gucken, was wir bekommen hier, haben. Weil warte, hier ist die Krähe, die sagt was zu mir. Gut, wir müssen zu den Opfersteinen zurück. Das geht ihr zu der Hütte, ich gehe zu den Opfersteinen zurück. Ein Opferstein. Das ist das. Der Opferstein ist hier. Nein, der Opferstein ist das, wo wir die Trophäe darbieten müssen. Ja, das ist hier, wo ich bin. Die Trophäe sind da, das ist unser Startpunkt. Ach so. Warum haben wir dann nicht an dem Startpunkt gebaut? Weil. Ja, das. Das ist eine gute Frage. Dennis. Ja, warum? Warum nicht, Paul? Ich habe dich einfach mitreißen lassen und auf einmal. Oh, jetzt sieht's gut aus. Bauen wir hier mal. Oh, das war Thomas sein Blitzableiter-Hirsch. Wieso habt ihr in Sachsen Blitzableiter-Hirsch? Was ist falsch mit euch? Das möchte ich auch gerne wissen. Achso, Sachsen, ja, okay. Ja, nice. Beim ersten Versuch, so läuft das, ey. Zu dritt, glaube ich, geht das, oder zu viert, oder. Ey, da wäre auch Dark Souls kein Problem. Stell dir mal vor, du machst es zu 10. Ich weiß nicht, die Frage, ob er mitskaliert oder ob er bleibt. Das ist schon, das ist immer interessant. So. Trophäen haben. So, Dark Souls, je mehr Leute du bist, umso schwieriger sind die Bosse. Ja.
das Frage ist hier das. Oh, wir können jetzt Kräfte aktivieren. Mit F können wir jetzt magische Fähigkeiten aktivieren. Also, ich habe jetzt die Kraft des Hirsches. Da müssen wir erstmal zu dem Stein, was? Oder? Da müssen wir zu dem Stein. Drück mal F einfach, ob da was passiert. Nö, nee, dann müsst ihr beim Stein das aktivieren. Dir wurde die Kraft von Elktier gewährt. Verwende sie, wenn du sie brauchst. Dein nächstes Ziel befindet sich im Dunkelwald. Begib dich dorthin, erkunde das Gebiet. Na gut, ich kann ja schon mal den Gegner aktivieren lassen. Damit wir wissen, wo wir hin müssen. So. Hm. Jetzt können wir hier ein bisschen skillen auf dem Weg. Mein Bogen ist auch fast kaputt, ne? Habt ihr jetzt irgendwelche Mitteilungen bekommen, dass ihr eine Spitzhacke herstellen könnt? Nö. Ich auch nicht. Du hast mich aufgefallen. Also ich habe jetzt auch nichts gesehen. Aber ich habe jetzt gelesen, der ist Voraussetzung. Okay. Oh dear. Yo, Crazy, schlaf gut. Nacht, Crazy. Wie viele Hütten sind hier im Wald? Das ist wie bei diesem einen Film mit der Hütte im Wald. Ach so, ja, kenne ich. Das ist doch der mit der Hütte im Wald, oder? Ja, genau. Ich glaube, der heißt sogar Cabin in the Woods. Ja. Gibt es da nicht sogar drei davon? Wirklich. Eben Scheißdreck, 20.000 Filme. Gut, hier kann mich ja keiner angreifen. So. Hier? Aber mal mit mir. Okay, also das müsste eigentlich jetzt funktionieren. Jetzt. Activate Power. Yes. Activated! So. Love it out. Okay. Ich drück mal schnell F. Jetzt bin ich stärker, oder? Wahrscheinlich. 20 Minuten? Habt ihr das Geweih? Habt ihr hartes Geweih bekommen? Ja. Ah, dann hast du nämlich die. Ich hab's nämlich nicht bekommen. Dann hast du nämlich die Anleitung für die Spitzhacke. Ah, weil Dennis den gelegt hat. 20 Minuten hält das Ding jetzt. Ja. Kann sein, dass der zweite Boss jetzt noch gar nicht freigeschaltet ist von. Vom Update her. Wer sagt, dass Egypt der zweite ist, Flo, hm? Das ist der zweite auch der. Gut, das ich war an jedem Stein gewesen und bei keinem. Guck mal, an dem hier kann ich halt drücken. Zack, und da wird mir gezeigt, wo Egg Tier ist. Ja, also, ja. Die anderen werden bei mir gar nicht angezeigt. Ah, jetzt. Deswegen, ich denke, die werden. Entweder muss man noch was machen oder die kommen halt erstmal im Update. Weil es ist ja immer noch Early Access. Es ist ja wirklich noch ganz am Anfang, es ist erst rausgekommen. Flo, hast du oben rechts auch neben der Karte das. Ich glaube, das ist, wann der Boss wieder gelegt werden kann. Ah, also könnte man ja auch wissen. Ja, gut, wegen des harten Geweih. Ich habe jetzt gelesen, es ist die normale Spitzhacke noch nicht freigeschaltet im Game. Man kriegt nur die Geweih-Spitzhacke bisher. Und die kriegt man nur, wenn man den Boss legt. Ja. So können wir den aus Langeweile nochmal legen. Ja, aber dann hätte ich auch ganz gern einen Bogen, wenn das okay Dennis, ist für euch. Du hast mich doch gekillt, auch ohne Bogen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, weil ihr einfach nichts trefft. Hallo? Mein Bogen ist fast am Arsch. Ja, da gehört aber auch nicht hin. Da gehört er auch nicht hin, wie gesagt. Ne? Oh mein Gott! Ich habe ein Nest gefunden. Was? Hier sind ganz viele Steine. Lass sie, sie sollen sich fortpflanzen, damit wir uns an ihnen ergötzen können. Bleib halt da, du Quell. Ja. Knife. Kniefisch-Skill plus 1. Den Kniefisch, ah ja. Kniefisch-Skill. Nope, da gehe ich nicht runter. Nope. Hey. Die Spülung schaut auch schon aus vom Licht. Ach, trautes Heimglück allein.
Okay, ich bin ein bisschen so ganz leicht geschwommen in dem Fluss hier und hab gleich mal Schwimmstufe 2. Wow. Impressive. Ja, also ich habe keine Spitzhacke hier. In der Auswahl. So, Schweinchen. Eispitzhacke. Oh. Okay, ich habe jetzt eine Geweihspitzhacke. Sehr gut. Uiui. Dann werde ich zwei jetzt... Wildschweine haben mich fast gekillt. Zwei Wildschweine sind schon heftig. Muss man was essen dafür. Ich bin nass. Das ist schön für dich. Ja. Die Lichtstimmung ist schon geil so mit dem Wasser. Also wir werden auf jeden Fall... den Boss öfters killen müssen. Die hält nicht viel aus, oder was? Ja, also es sind jetzt schon 5% weg und ich habe gerade mal zwei kleine Steine kaputt gemacht. Ja gut, du kannst die ja reparieren, so ist es ja nicht. Ja, ich habe aber nur 3 von diesen Geweihen bekommen, ich also... Ich weiß nicht, ob das Rohstoffe kostet. Jetzt will ich mal gucken, ob ich Möwi erschießen kann. Vorbei. Ja, Möwi bleibt sitzen. Schleich dich mal an. Nee, ich glaube, das ist Fisch. Was? Was ist das? Oh, jetzt bleib doch mal stehen. Nee. Also ich sorg mal dafür, ich gehe mal auf Hirschjagd, weil wir können eine Gerberwerkstatt jetzt bauen und ein Floß brauchen wir halt auch Leder und alles. Feuer. Ach ja. Oh, wie spät haben wir es? 23 Uhr, so eine Stunde würde ich noch machen. Ja, bis 0 Uhr. Oh lol, ich buddel mich mit dem Ding sogar in die Erde. So, alles repariert, sehr gut. Meine Axt ist schon auf Stufe 19. Okay. Oh, ich hoffe, es gibt später mal größere Truhen. Wir brauchen einen Lagerraum mal so richtig. Dann später noch. Also du kannst Holz stapeln. Fällt mir gerade, hab ich gesehen. Ja, du kannst Holzstapel bauen. Anstatt dass du da die in die Lagerplätze reinmachst, kannst du die auch einfach stapeln. Mhm. Schauen wir mal, ob ich B rankomme. Hör doch auf, dich zu bewegen. Also, wann fällen wir den Weltenbaum? Der sieht zwar wow! aus, aber sperrt mir die Sicht auf. Oh, ich bin nur gerade. Ich wollte schön sneaken an Reh ran und bin in eine Gruppe Schweine reingesneakt. Ja, aufpassen, mein Schwein, ne? Ich hätte vorhin fast 2 Stück fertig. Ah, ich habe ein Messer. Ja, das ist fast der Baseballschläger besser wegen der Reichweite. Ey, Lykos, danke für den Raid. Danke, Lykos. Guten Hallo. Abend. Wie geht's deinen Hasenöhrlein? Ich hoffe, du hast die Flöhe losgekriegt. Was wäre denn mit 2 Flohs? Neck. Das ist ein Viech. Ah, das ist die eine Hütte, die könnten wir mal abbauen. Das wäre eine Idee. Stimmt, da unten war ja auch noch einer. Ja, jetzt machen wir erstmal die eine, die du entdeckt hast. Die eine oder keine. Oh, die hat voll mega viel Kohle gemacht, gell, mit dem Lied damals. Oh ja.
War das? Die sind immer noch, die sind teilweise immer noch. Ich wollte gerade fragen, hat man noch irgendwas von die, waren, die Firma, gell? Ja, die waren auch früher schon richtig aktiv, aber durch den Hit haben sie halt ein richtiges. Sind halt richtig bekannt geworden, aber die sind eher klein, sag ich mal, im Verhältnis. Die haben Schweinekohle gemacht mit dem Hit. Ich habe es auch mal, weil ich es irgendwo mal wieder gehört habe, ich mal googelt, was ist das denn gewesen? Ah, das, das ist eine Hip-Hop-Gruppe, die gibt es halt schon irgendwie seit den 90ern oder also so. Das Lied habe ich eigentlich ganz gerne gehört damals. 2005, gell? Damals. Die Firma 2005 hat es auch immer angefangen. Die Firma. Ja, genau. Also das Lied selber, das gibt es schon länger. Bei dem das halt dann nochmal überarbeiten, das ist dann das, was wir jetzt kennen. Lycos, ich hab den Game Pass wieder übrigens, nur dass du es weißt. Achso, ja, Thomas, ich hab den Game Pass wieder. Wieder Xbox Gold. Flo, hast du wieder den Game Pass? Ja, Paul, ich hab wieder den Game Pass. Geil! Weißt du jetzt was? Ja, projekttechnisch bin ich jetzt halt auch wieder auf der Xbox. Wow, Baum! Wow, was Baum! Das ist ein Skriptfall, Halle. Ja, das, das hab ich ja so gehabt, aber ich meine jetzt auch online. Das hab ich. Allgemein. Was die Spiele angeht jetzt. Genau, sag ich doch. Gut. Na ja, Glückwunsch, Lycos. Subnautica durchgespielt. Ja, so geiles Game, ne? Man wird ich find's super geil, aber ich kann's halt echt nicht spielen. Klaustrophobia. Klaustrophobia, Flophobia, ja. Ah! Ja, Black Desert ist ja ein MMO. Sieht aber auch schon nice aus, muss man echt sagen. Ist doch auch schon ewig, ja, oder? Aber sieht trotzdem geil aus. Die Entwickler bringen jetzt auch Crimson Desert, oder wie das Game heißt, für die Next Gen. Alter, das sieht mega aus. Ein Singleplayer-Rollenspiel. Das sieht echt saucool aus. Also wenn sich das wenn das so aussieht und sich so spielt, wie man es bis jetzt gesehen hat, dann wird das echt ein geiler Rollenspiel, denke ich. Das wird dann richtig geiler Scheiß. Apropos geiler Scheiß, ich will ein Reh haben. Wir können den Boss wiederlegen. Ja, ich habe gehört, der Dennis hat ja jetzt einen Bogen. Alter, was ist das für ein Runenstein? Ach, guck mal, der Ulf. Der Ulf hat was geschrieben, wie schön. Höre diese Worte von Ulf, einem armen Siedler in einem fremden Land. Du wirst ja gute Steine und gutes Holz finden. Also alles, womit du ein Haus bauen kannst. Fertige ein Dach an, das dich vor dem Regen schützt. Errichte danach Mauern, um zu verhindern, dass dein Dach zu Boden fällt. Also warte mal, erst das Dach bauen und dann die Mauer? Nee, nicht alles drum. Am Ende fertige eine Tür, damit du hinein und hinaus gelangst. Diese Dinge hat Ulf gelernt. Okay. Am Ende für Odin und Celsi. Ja. So, da, wir kommen gleich zu dem Haus. Ja, das war irgendwo da hinten an der. Ja, hier im Wasser. Jetzt sind wir nicht weg. Aber meine Axt ist halt schon fast wieder kaputt. Oh, die Dinger werden auch stärker, merke ich hier. Ja. Ach, scheiße, ich habe noch 4 Lebenspunkte. Gut, das. Was ist denn, Flo? Ja. Hütte. Wo bist du? Hey, ich heile mich. Ach doch, jetzt heile ich mich. Hey, du heilst ja automatisch ein bisschen. Ja, aber sehr langsam. Die Hütte war da hinten an diesem. Ja, an dieser doch. Landzunge. Hörst du doch. Flo, direkt vor uns. Ah ja. So, dann machen wir mal unsere Axt so weit kaputt, wie es geht. Und dann. Entweder kann ich eine neue craften, wenn ich Glück habe, oder dann. Das ist so gerade ein bisschen der Minecraft-Aspekt hier. Wenn nicht Minecraft, Fortnite. Oder Ark oder sonst irgendwas. Oder alles andere, was mit Survival zu tun hat. Ja. Little Nightmares 2 freue ich mich auch drauf, aber ich will es eigentlich spielen, wenn Flo da ist. Aber wahrscheinlich werde ich es mir nochmal holen, wenn ich mit Mario fertig bin. Also mit beiden Marios, die ich gerade noch am Laufen habe. Ja, kannst ja holen, spielen und wenn ich dann nochmal kommen darf, wenn es mal irgendwann soweit wieder ist. Ja, dann spielen wir beide nochmal wieder.
Teile. Weil der erste ist zumindest ohne DLC super kurz. Also dann hängen wir bestimmt beim ersten wieder genau an derselben Stelle wie es letzte Mal. Ach, diese komischen Schattenkinder da, gell? Ne, die komische Ketten, das komische Kettenrätsel, wo wir dann am nächsten Tag auf einmal hatten. Und dann bloß nicht gepackt haben, weil wir übermüdet waren. Wir haben das Spiel ja fast durchgespielt, ne? Stimmt, also, wir waren fast am Ende gewesen. Und dann war halt der DLC und der hat halt dann nochmal... Ja, der DLC war ja das Problem dann eben, dass dann so ein komisches Kettenrätsel oder so in diesem Kohlelager war. Und das haben wir nicht gecheckt oder nicht mehr hinbekommen vor lauter Müdigkeit. Und am nächsten Tag, zack, so geht's. Und dann war das Finale auch nicht mehr weit weg. Und auf Mario freue ich mich so dermaßen am Freitag.